Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All. Im letzten Part haben wir den ersten Gerichtstag hier beim vierten Fall beenden können. Matt Ongard wurde weder schuldig noch unschuldig gesprochen und selbiges gilt auch für Adrian Andrews. Wir werden einfach noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, um da halt alles Mögliche aufzuklären, was so hinter dem Fall noch steckt. Und das ist nicht gut, weil ja jetzt Maya halt immer noch entführt ist, wie Phoenix denkt. Aber wir als Spieler wissen ja schon, dass sie irgendwie freigekommen ist. Aber wo sie jetzt eigentlich genau ist und was sie gerade macht, habe ich auch selber keine Ahnung. Also mal gucken, ob wir jetzt dann vielleicht sie jetzt an diesem Tag hier beim Untersuchen dann treffen werden irgendwie. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Aber jetzt dann wollen wir erstmal Franziska von Karma einen Besuch abstatten, die nämlich in der Hottie-Klinik ist. Yay. So, ich bin auch gespannt, ob wir dann den einen Kollegen hier, den Chefarzt Hottie, ja, das war er ja auf jeden Fall, ob wir auch den wieder treffen werden. Ich bin da sehr gespannt. Hätte nie gedacht, dass ich je wieder hierher kommen würde. Ja, hallöchen. Ja, möchtest du jemanden besuchen? Hi. Moment mal, Sie sind... ja, ich bin Direktor Hottie. Hoho. Warum sind Sie immer noch hier? Ja, warum? Kann ich dir helfen? Direktor Hottie. Oh, Edgeworth ist auch hier. Edgeworth. Ja, ich bin Direktor Hottie. Du warst heute Morgen schon da. Was ist, Direktor, Franziska. Wie geht es Franziska von Karma? Keine Sorge. Sie ist bei uns in guten Händen. Weißt du, ich kümmere mich persönlich um sie. Oh Mann, ey. Das habe ich überhaupt nicht vermisst, den Typen hier, aber leider müssen wir uns jetzt wieder mit dem rumschlagen. Die Dingsbums, die Operation, lief gut. Wir sind ihnen zu Dank verpflichtet. Edgeworth weiß wohl nichts über diesen Direktor und sein Geheimnis. Sie sah so erbärmlich aus, so vollkommen verängstigt. Aber das verstehe ich. Schließlich wurde auf sie geschossen. Und wenn ich mich leise an sie heranschleiche, schreit sie laut auf. Das würde, glaube ich, jeder. Vor allem bei dem Gesicht. Verstehe. Aber sie ist wirklich süß. Immer wenn ich das mache, peitscht sie mich aus. Oh mein Gott. Ich habe geheult wie ein Baby. Aber ich könnte mich dran gewöhnen. Könnt ihr bitte aufhören, mit dir zu reden? Da ist sie tatsächlich. Zurück auf dein Zimmer. Du bist so gemein, meine frische Friska. Aber das ist gut so, Zeit für meine IV-Tropfen, Ja, bitte weg. Und was sollen diese Tulpen da in der Hand, Phoenix Wright? Haben wir Tulpen mitgebracht? Ich wusste, ich hätte nicht herkommen dürfen. Okay, hallöchen von Karma. Wie geht's dir denn so, würde mich interessieren. Die Schießerei. Direkt vor dem Gericht traf mich eine Kugel in die rechte Schulter. Nichts Schlimmes. Sowas passiert andauernd. Ich hatte sogar vor, trotzdem die Verhandlung heute Morgen zu führen. Aber das wäre doch zu viel gewesen. Ja, bis vor ein paar Minuten sahst du noch schwer verwundet aus. Aber dieser Staatsanwalt hat mich hergezerrt. Er hat mich sogar am Handgelenk gepackt und mich bis hierher geschleppt. Das war das einzig Logische, denn die Kugel steckte noch immer in deiner Schulter. Aber dadurch musste ich einiges wieder gerade biegen und deinen unvertretbaren Handel stoppen. Ich glaube, ich weiß, von welchem Handel er spricht. Ich weiß nicht, ich bin gerade zu blöd dafür, ich weiß nicht genau. Franziska, du bist gestern mit Frau Andrews einen Handel... Achso, das meint sie, okay, ja, das weiß ich schon, ja. Mit Frau Andrews einen Handel eingegangen, nicht wahr? Ich weiß nicht, wovon du redest. Um sicherzugehen, dass Herr Ongard schuldig gesprochen wird, sagtest du Frau Andrews, dass sie heute vor Gericht die Aussage verweigern soll. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Hast du Beweise für so einen Handel? Du streitest es ab? Scheint, als hättest du Glück gehabt, Phoenix Wright. Wäre ich heute im Gericht gewesen, wäre der Fall schon längst abgeschlossen. Und das, indem du Frau Andrews Verbrechen verheimlicht hättest? Das ist nicht mein Problem, ob sie Beweise gefälscht hat oder nicht. Ich habe nur ein Ziel. Ongard muss des Mordes für schuldig befunden werden. Der Zweck heiligt die Mittel, Phoenix Wright. Der Zweck heiligt die Mittel. Ja, ob das immer so ist, weiß ich nicht. Muss man von Fall zu Fall unterscheiden. Franziska. Adrian Andrews hat dir geglaubt, als du sagtest, wenn du nicht die Wahrheit sagst, was passierte, wird Ongard schuldig gesprochen. Und was hat das mit mir zu tun? Darum besteht die Gefahr, dass sie selbst schuldig gesprochen wird. Und das alles, weil sie deinen Worten bis zum Schluss geglaubt hat. Das hat immer noch nichts mit mir zu tun. Sie ist bloß schwach, mehr nicht. Aber du hättest wissen müssen, dass sie... Au! Ich glaube, die Besuchszeit ist fast abgelaufen. Wenn du mich also bitte entschuldigen würdest.
Was ist los? Warum hat sie dich auf einmal unterbrochen? Wahrscheinlich glaubte sie, dass ich recht hatte. Edgeworth. Okay. Reden wir mit ihm ein bisschen, auch gut. Und zwar über den heutigen Prozess. Was war heute im Gericht mit dir los, Edgeworth? Ich habe dich kaum wiedererkannt. Ich meine, ich weiß, dass du von Frau Andrews Lage wusstest. Du hättest sie so oft aussagen lassen können, wie du wolltest. Aber so weit zu gehen? Ja, ich meine, wir brauchten eine Aussage. Es war ja schon gut, was er gemacht hat im Endeffekt. Ah, aber sie hätte nicht darüber gesprochen, ohne dass ich etwas gesagt hätte. Hör zu, Wright. Der Gerichtssaal ist ein Garten der Gerechtigkeit. Ich gehe ein Risiko ein, wenn ich mich dort hineinbegebe. Und genauso sollte es der Zeugin ergehen. Das ist ganz normal. Ja, das stimmt schon. Adrians Karte. Ja, stimmt. Da hat er ja sehr, sehr seltsam drauf reagiert. Übrigens, Edgeworth. Heute warst du im Gericht richtig wütend. Sowas sieht man selten bei dir. Zeugin, diese Karte. Geben Sie sie mir. Schnell. Wissen Sie, was Sie für eine Dummheit begangen haben, wenn auch aus Versehen? Ich kann nicht glauben, dass Sie mir das die ganze Zeit vorenthalten haben. Diese Karte. Was in aller Welt ist das? Meinten Sie das? Hör zu, Wright. Was ich jetzt sage, ist top geheim. Kein Wort darüber. Okay. Seit einigen Jahren gibt es ein Sonderermittlungsteam. Nur wenige wissen davon. Ich verstehe. Ihr Ziel ist es, den Besitzer dieser Karte zu finden. Ein Mann namens Shelley the Killer. Oh. Und wie sein Name schon sagt, ist er ein Killer. Ein Mörder. Der Beste. Ein Mörder? Checkt es jetzt Phoenix ernsthaft nicht? Obwohl ja sogar der Entführer sich auch schon mit The Killer verabschiedet hat? Nee, anscheinend nicht. Aber ich habe die jetzt übrigens auch hier bekommen. Will ich mal ganz kurz anschauen. Motivkarte. Wurde nach dem Mord neben der Leiche hinterlassen. Frau Andrews hat sie dabei. Ja. Profimörder. Wer ist dieser Shelley The Killer? The Killer. Das ist der Name einer langen Reihe von Mördern. Lange Reihe? Ich habe gehört, der Name tauchte vor 100 Jahren das erste Mal auf. Okay. Shelley heißt der dritte Erbe des Namens The Killer. Weil er Shelley, also Muschel heißt, hinterlässt er Karten mit einer Muschel. Er hat die Angewohnheit, immer eine Karte bei der Leiche seines Opfers zu hinterlassen. Warum sollte jemand sowas tun? Wir glauben, dass es mit zu seinem Auftrag gehört. Zu seinem Auftrag? Hinterlässt er eine Karte, wissen seine Kunden, dass er das Opfer getötet hat. Zudem dient es als Versicherung für Klagen gegen seine Kunden. Verstehe. Okay. The Killer legt höchsten Wert auf das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und den Kunden. Er scheint ein ehrbarer Mörder zu sein. Ja, so ehrbar, wie man als Mörder sein kann, mit einem moralischen Gewissen. Ich schätze, dass es sogar ehrenhafte Mörder gibt. Naja, geht so. Du glaubst, dass dieser Mörder, dass er den Mord verübt hat? Es sieht danach aus. Die Entdeckung der Karte bestätigt dies auch, nicht wahr? Shelley the Killer, hä? Okay, Mayas Situation. Ja, vielleicht checkt es ja jetzt Phoenix, dass da The Killer auch was damit zu tun hat. Heute bei der Verhandlung ist mir etwas aufgefallen. Du hast dich äußerst seltsam verhalten. Stimmt irgendwas nicht? Ja, wir sollten sie ihm erzählen, finde ich. Ich glaube, ich sollte es ihm einfach sagen, ja. Maya, sie wurde entführt. Entführt? Was ist die Forderung des Entführers? Ein Freispruch. Verstehe. Das wusste ich nicht. Ich werde sofort ein Rettungsteam zusammenstellen und bis morgen ist sie frei. Wirklich? Haben Sie das gehört, Herr Nick? Herr Edgeworth wird... Hör auf, mich trösten zu wollen, Edgeworth. Ich kann dein Mitleid nicht gebrauchen. Herr Nick? Es gibt keine Möglichkeit, sie zu finden. Wir haben keinen einzigen Hinweis. Es bleibt nur ein Weg, sie zu befreien. Ich muss irgendwie einen Freispruch erwirken. Das ist der einzige Weg. Wright, hör zu. Du musst etwas wissen. Juan Corridor wurde von Shelley the Killer ermordet. Und der Kunde, der den Auftrag dazu gegeben hat... Ja, es ist Matt Ongard. Dein eigener Mandant. Ja, das dachte ich mir schon. So irgendwie. Bitte aufhören. Ich kann das nicht hören. Ich kann das nicht glauben. Verstehe. Nun, wenn du mit deinen Ermittlungen fortfahren willst, brauchst du das hier. Was ist das? Das Hotel darf im Moment nur von Mitarbeitern der Polizei betreten werden, da wir nach Hinweisen suchen, die uns zu Shelley the Killer führen. Wenn du dies mit zum Hotel nimmst, wirst du auf jeden Fall eingelassen. Empfehlung schreiben. Okay, danke schön. Jedenfalls muss ich mich jetzt um das Rettungsteam für Maya kümmern.
Wir treffen uns wieder, sollte etwas passieren. Entschuldige mich. Okay, danke schön. Herr Nick? Glauben Sie, Herr Ongard hat einen Mörder beauftragt? Auf keinen Fall. Ich meine, er hat doch keine psychischen Blockaden. Ja, aber das habe ich ja auch schon erklärt. Ich habe mir ja, wie gesagt, die Stelle nochmal angesehen da. Stimmt, ich glaube nicht. Maya, bitte. Ich möchte nur, dass du wieder gesund nach Hause kommst. Puh. Oh, wieder bei Maya. Oder sonst irgendwo? Hey, ich schätze, selbst Entführer können ungeschickt sein. Okay, jetzt sehen wir endlich die Fortsetzung. Ungeschickt genug, um so eine Karte für mich fallen zu lassen. Und auch wenn er gesagt hat, dass er ein Mörder ist. Ich wette, dass er sich das nur ausdenkt. So wie Nick es vor Gericht immer macht. Ich sollte mit dieser Karte mal den Kartentrick ausprobieren. Klick. Klingt, als sei die Tür offen. Okay, Zeit, sich ein wenig umzusehen. Ach, okay, dürfen wir jetzt tatsächlich auch in andere Räume quasi gehen? Oder wie? Das ist ja cool, darf ich sogar. Das ist ja echt cool, das spielen wir jetzt auch ein bisschen hier als Maya noch. Ich meine, das haben wir davor auch schon. Aber jetzt dann sogar auch mit Bewegen zu verschiedenen Räumen. Nicht schlecht. Ja, okay, Dann ist es vielleicht so, dass Maya gar nicht entkommen konnte. Weil, das muss man ja zugeben, wir haben ja die Fortsetzung nie gesehen. Weil jetzt gerade haben wir ja die Fortsetzung davon. Und vielleicht wurde sie ja jetzt dann im nächsten Raum wieder gefunden vom Entführer. Oder so. Keine Ahnung. Wo bin ich hier? Ich glaube, ich bin nicht mehr im Hotel. Sind das Videos? Nun, darum kümmere ich mich später. Ich sollte erstmal nach Hinweisen suchen. Die kann ich meiner Schwester zeigen und vielleicht herauskommen. Und wie gesagt, das habe ich am letzten Part auch schon wieder mal, so mal kurz zu erwähnen, mit dem Agathama, weil wir ja Ongard gefragt haben. Ich habe mir eben nochmal die Stelle angesehen, wie gesagt. Und wir haben halt gefragt, ob er der Mörder ist. Und ich meine, er war ja dann quasi nicht der Mörder, aber er war halt eben der Auftraggeber, ne? Und deswegen wäre das dann schon okay, dass er keine Blockaden hat, sag ich mal. Also, ne, könnte schon irgendwie sein, dass Edgeworth da tatsächlich recht hat. Und dass Ongard dann da den Auftrag an der Killer gegeben hat. Und zugleich hat dann eben der Killer auch Maya halt entführt, damit er halt er auf jeden Fall auch ein Druckmittel gegen Phoenix hat, um einen Freispruch zu erwirken. Obwohl aber der Killer diesmal anscheinend, zumindest nach Corridor, ansonsten niemanden umbringen muss. Ich meine, er musste halt Corridor umbringen, aber dann auch noch zugleich Maya entführen. Anscheinend. Hm, wirklich sehr interessant, aber okay. Gut, dann mal umsehen. Wow, so einen großen Fernseher habe ich noch nie gesehen. Und wo ist der Knopf zum Einschalten? Klick. Kaputt. Ich würde als glücklicher Samurai-Fan sterben, wenn ich den Nickel Samurai je auf so einem Fernseher sehen könnte. Ah, ich habe tatsächlich eben einen Witz über Sterben gemacht. Ja, keine gute Idee wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob es so klug ist, sich umzusehen und vor allem den Fernseher einzumachen oder so. Wahrscheinlich nicht, aber wir gucken uns mal weiter um. Was ist das denn? Eine Antenne, oder? Und das ist ein Videorekorder. Hier sind aber jede Menge Elektronikgeräte. Aber was soll eine Antenne hier? Ich frage mich, was ich dann mir am Ende anschauen soll, was am auffälligsten ist. Ist auch interessant, weil der Untersuchknopf geht gar nicht weg. Der ist überall hier. Okay. Und der Boden. In dieser Dunkelheit kann ich kaum etwas erkennen, aber hier scheint nichts zu sein. Okay, dann sagt sie einfach das als Standardtext. Okay, ein Bild. Okay, auch nichts. Ja. Schreibtisch. Oh, hey, das ist ein Computer. Ich habe noch nie einen benutzt. Ernsthaft? Keine Ahnung, wo hier der Knopf zum Einschalten ist. Verflucht! So viel zu meinem Plan, damit irgendwie rauszukommen. Der Tisch? Auf diesem Tisch befindet sich ein Bild mit Rahmen. Kann ich die Person erkennen? Vielleicht, warte mal kurz, ist es Impex? Kann das sein? Das ist Impex, ja. Ein Bild von Impex ist hier. Das ist auch seltsam. Ist das Bild einer Frau? Sie ist hübsch. Hey, da steht etwas geschrieben. Ich glaube, da steht in Liebe Celeste. Ja, sie ist es. Das ist bestimmt ein Hinweis. Okay, interessant. Hier die Tür mit auch einer Hundeklappe oder sowas? Verschlossen, natürlich. Und es sieht nicht so aus, als würde mir die Karte diesmal helfen. Da ist ein kleines Loch unten in der Tür. Wenn ich etwas schlanker wäre, könnte ich vielleicht hindurchkrabbeln. Okay. Ich denke jetzt mal, dass dann vielleicht der Teddy am auffälligsten ist, obwohl ich nicht genau weiß, was der damit zu tun hat. Mal hier noch dann die Regale. Hier ist es so dunkel. Okay, nichts Besonderes. Dann habe ich mir ja eigentlich, glaube ich, das Wichtigste soweit angesehen. Aber dann eben noch den Teddybären. Seltsam. Was macht eine Statue auf einem Sofa? Eine Statue? Das ist doch ein Teddy, oder nicht? Oder spinne ich? Auf einem Sofa an so einem Ort wie diesem.
Ja, schon Teddy irgendwie. Ich glaube, das ist ein Bär. Oh, wie süß. Ist es jetzt eine Statue oder ist der tatsächlich aus Stoff? Wie ein Teddybär eben. Keine Ahnung. Anscheinend eine Statue. Aber ich meine, wir machen eine Statue von den Bären. Aber da sind jede Menge Schnitte drin. Ist das eine Art Puzzle oder so? Oh, das geht nicht. Ich kann sie nicht einfach so herumlaufen lassen. Oh. Scheinbar ist ihr Herr Wright wirklich sehr besorgt um sie. Er ist... Vorerst würde ich Ihnen vorschlagen, sich kooperativ zu verhalten. Wenn das nicht geht, werde ich etwas nachhelfen. Nachhelfen, du meinst? Ein Toter plaudert nicht. So geht doch das Sprichwort, oder? Tot? Ich bin mir sicher, ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich ein Mörder bin. Auf keinen Fall! Du lügst! Ich meine, ein Mörder? Die Menschen sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen. Nick! Huiuiuiuiui. Okay, aber wenigstens haben wir jetzt dann alleine durch das Gespräch mit Edgeworth gerade eben und auch mit The Killer dann jetzt schon einiges an mehr Ahnung, was hier jetzt eigentlich so los ist, weil das ergibt jetzt dann eigentlich doch relativ viel Sinn, dass eben On Guard da halt The Killer beauftragt hat und er hat dann Corridor ermordet und Maya entführt, damit es dann eben einen Freispruch gibt. Das würde alles eigentlich soweit ganz gut Sinn ergeben. Finde ich. Also haben wir jetzt dann doch schon so halbwegs einen Durchblick, obwohl das natürlich sein könnte, dass es trotzdem wieder sich tausendmal verändert noch hier der Plot und dass noch tausende Wandel gibt oder so, aber das würde erstmal soweit Sinn ergeben, finde ich. Herr Nick? Hm? Oh, ja, Purse. Ich war völlig mit Mayas Situation beschäftigt. Herr Edgeworth ist weg. Für den Augenblick bleibt uns keine Wahl, als Herrn Ongar zu glauben. Aber ich glaube, ich sollte mir seine Geschichte nochmal anhören. Na gut, los geht's. Okay! Also wir können uns hier umsehen. Will ich mal kurz machen, aber ich denke mal, dass es dieselben Texte sein dürften wie auch im zweiten Fall. Dieser Patient macht Reha-Training. Das ist, glaube ich, dasselbe. Ach, auch die. War dieser Patient nicht bei deinem letzten Besuch genau im selben Fleck? Der hat sich wohl kein Stück näher zur Anmeldung begeben, hä? Tut diese Klinik überhaupt irgendwas? Geht es dem Patienten besser, hm? Hey, fallen Sie mir nicht so ins Wort. Ich erkläre gerade einiges. Ah, nee, ist doch wieder. Okay, ist doch ein anderer Text dann. Weil jetzt sogar dann er hierher kommt. Ah, Entschuldigung. Hm, ja, tut mir leid. Das war alles. Okay. Und das ist so, dass er jetzt zu allem noch einen extra Kommentar abgibt, oder wie? Das ist die Anmeldung. Aber es sieht nicht so aus, als wäre sie besetzt. An der Wand hängt das aktuelle Wort an die Weisen. Gib immer dein Bestes. So ein Spruch in einer Allgemeinklinik wie dieser ist ziemlich sinnlos, oder? Okay, aber ich glaube, hier ist nichts Besonderes mehr. Dann gehe ich mal. So. Und zwar erstmal zur Anwaltskanzlei zurück. So, Gamschuh. Hallöchen, aber ich gehe gleich wieder. Und zwar dann eben erstmal zu On Guard, würde ich sagen. Ja. Und dann ein bisschen mit ihm sprechen. Weil ich meine, Phoenix vertraut ihm ja noch. Aber ich persönlich und Edgeworth ja auch vertraue. Oder wir beide vertrauen ihm nicht. Mal gucken. Tut mir leid, aber die Besuchszeit ist für heute vorbei. Ach, verdammt. Es gibt zu viele Fragen, die ich stellen muss. Entschuldigen Sie. Aber ich bin Phoenix Wright, der Anwalt einer der... Sie sind Herr Wright? Oh, stimmt. Ich habe hier eine Nachricht für Sie. Eine Nachricht? Von Matt On Guard. Oh, hier. Bitteschön. Was hat er geschrieben? Ist es was Wichtiges? Hm, keine Ahnung. Nun, mal sehen, was da steht. An den Anwaltstypen. Sehr gut. Ich muss Ihnen was echt Wichtiges mitteilen. Warum habe ich auf einmal so ein komisches Gefühl? Oh, Herr Wright. Also eigentlich wollte ich Sie um einen Gefallen bitten. Ich habe einen Kater, er heißt Shu. Ich habe ihm wohl nicht genug zu fressen hingestellt. Er wird ziemlichen Hunger haben. Würden Sie bei mir zu Hause vorbeifahren und Shu für mich füttern, Alter? Mein Haus ist nicht weit weg vom Hotel, okay? Hm. Interessant. Das ist schrecklich! Machen wir schnell! Wir müssen den Kater füttern! Das ist auch interessant, dass da jetzt Pearl das unbedingt will. Bestimmt knurrt ihm schon mächtig der Magen. Ist ja nicht so, als hätte er Wichtiges zu tun. Ja, ich schätze, okay. Obwohl das vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil wir bei ihm daheim vielleicht dann Hinweise finden oder so. Die Bitte eines Mandanten ist mit Befehl. Wir sollten mal nach seinem Kater sehen. Okay, obwohl ich mich frage, warum das Matt macht, weil ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob Matt tatsächlich dann so ein totales Genie ist, weil der wirkt ja jetzt nicht gerade wie ein Genie, muss man zugeben. Bitte füttern Sie meinen Kater Shu, mein Haus ist nicht weit weg vom Hotel. Er wirkt nicht gerade wie ein Genie, aber vielleicht spielt er das ja auch nur und in Wahrheit ist er schon ein totales Genie.
Und wenn dem so wäre, dann hat er ja bestimmt irgendeinen Hintergedanken, warum er uns zu seinem Haus schickt, nicht nur um den Kater zu füttern, sondern wegen irgendeinem anderen Grund, weil wir irgendwas bei ihm zu Hause sehen sollen. Oder so, aber was genau, weiß ich halt nicht. Okay, dann gehe ich mal ja, zur Kriminalabteilung, erstmal wieder auch überall einfach hingehen und gucken, ob an irgendwelchen Orten dann auch andere Sachen passieren. So. Wow, alle sehen furchtbar beschäftigt aus. Sie bereiten wohl die Beweise für die morgige Verhandlung vor. Hey, mach schnell damit, klar. Lass die Opferliste rumgehen. Was für ein Unfug. Da stehen über 100 Namen drauf. Herr Nick? Ist Herr Ongard ein wirklich schlimmer Krimineller? Vergiss es, Pearls. Die arbeiten wohl an einem ganz anderen Fall. Okay, 100 Opfer. Alles klar. So, dann gehe ich mal zum Hotel, weil er hat ja gesagt, oder geschrieben in seinem Brief, dass seine Wohnung oder sein Haus in der Nähe vom Hotel ist, deswegen dann erstmal hier hin und dann von hier aus kommen wir dann wahrscheinlich hin, nehme ich jetzt mal an. Gut, Herr Nick, suchen wir nach Hinweisen. Es geht um die mystische Maya. Ihr kommt hier nicht vorbei. Wer ist das? Ich habe Angst. Das dachte ich mir schon. Okay, Phoenix sagt das Keuch. Frau Oldbeck. Werte meinen Namen nicht so ab und lass das Gekeuche, du Igelkopf. Wegen dir stehe ich wieder wie die Böse da. Obwohl, Edgy Boy hat mir sogar einen Kaugummi geschenkt, wie er es versprochen hat. Aber eigentlich wollte ich etwas Wertvolleres. Ich wollte Edgy Boos Herz. Ganz allein. Das ist alles deine Schuld. Du hast das Biest in mir geweckt. Frau Oldbeck. Rühr mich nicht an. Der Helm ist luftig. Da kommt keine Luft rein und keine Luft raus. Was hat denn ihr Helm mit einem zu tun? Du kannst mir noch so dämliche Fragen stellen. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Wenn du vorbei willst, musst du wohl oder übel gegen mich kämpfen. Das habe ich nicht gehört. Oh Mann, ey. Ja, und vor allem wir stellen sie als die Böse dar, obwohl sie ja auch tatsächlich eine Straftat begangen hat, sich nämlich die Kamera von Lotta einfach mal geschnappt hat für 1600 Dollar. Und obwohl sie sich vor Gericht wieder mal falsch erinnert hat. Sogar mehrmals auch irgendwie. Ach Mann, ey. Oldback. Einfach toll. So, Abend des Mordes. Ja, ganz ruhig bleiben. Alles wird gut. Ha! Du bist eine Million Lichtjahre zu früh, um mir Fragen zu stellen, gerne groß. Aha, der einzige Weg, meine Ermittlungen durchzuführen, ist dieses überkandidelte Alienlust. Hab ich noch nie gehört, das Wort. Überkandidelte. Keine Ahnung. Alienlust zu werden. Okay. Ist es jetzt so, dass ich tatsächlich keine Antworten aus ihr rausbekomme? Nee. Okay, ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwie loswerden. Oder so. Kann ich denn an ihr vorbeilaufen einfach? Oder muss ich irgendwas präsentieren? Okay, aber ich kann von hier aus... Okay, ist interessant. Ich kann eben im Hotel nicht weiter voranschreiten. Aber ich kann eben zum Wohnzimmer gehen. Von En Garde. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich jetzt hier irgendwas präsentieren könnte, das mich durchlässt. Aber wir haben noch Optionen. Deswegen gehe ich dann erstmal dahin, weil ich da eh sehr neugierig bin. Was wir jetzt dann dort so finden können. Okay, alles dunkel. En Gardes Anwesen, Wohnzimmer. Ist es vielleicht sogar so, das wäre ziemlich witzig irgendwie, wenn Maya bei ihm zu Hause festgehalten werden würde? Nee, das wäre aber auch ziemlich dumm, aber es wäre ganz witzig irgendwie. Ziemlich dunkel. Ich mach das Licht an! Wow. Aber nee, das sieht ziemlich cool, interessant aus, aber auch irgendwie cool, das Motorrad da. Einfach so in der Luft oder so. Wow, so sieht also das Haus eines Stars aus. Ist sicher nett, reich zu sein. Kommen Sie, Herr Nick, suchen wir Schuh, den Kater. Schuh! Miau. Oh, das dürfte Schuh sein. Ah, was für ein süßer Kater. Hallo, Schuh. Miau. Hi. Oh, der Kater scheint Pearls zu mögen. Entschuldigen Sie. Hi. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein, mein Herr? Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ist es derselbe Typ? Weil ich meine, der sieht sehr ähnlich aus. Aber... der wurde ja auch wegen dem Licht, oder wegen den komischen Lichtverhältnissen, sah der bei Maya immer ein bisschen anders aus. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie der nochmal aussah, als wir den zum ersten Mal auf dem Hotel gesehen haben. Ob es jetzt wirklich derselbe ist, weil ich meine, vielleicht ist es ja gar nicht er, sondern nur irgendwie sein Zwillingsbruder oder so, weil ich meine, die sehen sich sehr ähnlich, ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das tatsächlich der ist. Ich meine, Phoenix müsste ihn ja wiedererkennen eigentlich, oder? Mal gucken. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein, mein Herr? Oh, wir sind Anwälte. Genau genommen bin ich sogar Herrn Ongards Anwalt. Der Anwalt des Hausherrn? Dann sind Sie bestimmt Herr Wright. Ja. Ah, es freut mich sehr, einen ehrenwerten Mann wie Sie kennenzulernen. Ich bin der Familienbutler John Doe. Sehr erfreut. Miau. Okay, wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich muss auf jeden Fall dann nach dem Part dann nochmal in...
auf jeden Fall in den allerersten und in den zweiten Part oder sowas, von dem Fall hier reinschauen, um nochmal zu gucken, ob der wirklich genauso aussah. Weil ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher bin, weil ich meine, wie gesagt, Gesichtszüge und sowas passen ja, aber Haarfarbe und sowas vielleicht nicht. Und vielleicht ist es ja, wie gesagt, der Zwillingsbruder oder so. Obwohl ich das eigentlich weniger glaube. Also es könnte sein, dass wir gerade tatsächlich der Killer gegenüberstehen. Hm. Met en Garde. Sie wissen bestimmt alles Mögliche über Herrn en Garde, oder? Ehrlich gesagt, mein Herr, ich halte ihn nicht für fähig, einen Mord zu begehen. Und, sonst noch was? Nein, nichts Besonderes. Es ziemt sich nicht für einen einfachen Angestellten, über seinen Herrn zu sprechen. Hm, typisch Butler-mäßig. Okay, John Doe? Herr Doe, wie lange arbeiten Sie schon hier im Haus? Nun, mein Herr, ich würde sagen, etwa ein Jahr. Und, sonst noch was? Nein, nichts Besonderes. Okay, irgendwie kriege ich von allen möglichen Leuten keine gescheiten Antworten. Ich hätte Herrn en Garde eher ein Dienstmädchen als einen Butler zugetraut. Schuh. Ein sehr süßer Kater, den Sie da haben. Ich habe die Aufgabe, mich um ihn zu kümmern. Der Herr mag Schuh sehr. Aber warum hat er dann uns hergeschickt, wenn eh der Butler da ist zum Füttern? Also, ne, das ist schon seltsam. Also, irgendwas hat Herr en Garde da schon vor. Nun denn, schätze, dann brauche ich diesen Schnipsel wohl nicht mehr. Zusammengeknüllt und weggeschmissen. Okay. Nun, ich muss nun leider wieder an die Arbeit. Oh, wir sollten am besten auch aufbrechen. Ah, so jung und doch schon ein Anwalt. Ein Meister des Gesetzes. Aber als Butler können Sie auch stolz sein. Sie tragen die Verantwortung für das Haus. Danke für das Kompliment, mein Herr. Die Menschen sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen. Wenn Sie mich nun entschuldigen. Miau. Okay, interessant. Ah genau, ich will mich übrigens noch umsehen. Das habe ich noch gar nicht gemacht hier. So. Oh, eine riesige Kochstelle. Das ist eigentlich ein Kamin. Wo liegt der Unterschied, Herr Nick? Mir fällt auf, ich habe noch nie eine Kochstelle gesehen. Sie sollten einmal das Feiernwesen besuchen. Da zeige ich Ihnen eine. So, dann hier Couch und Tisch. Eine sehr bequeme Sofagarnitur. Ob bekannte Stars hier vorbeikommen und es sich gut gehen lassen? Jedenfalls passe ich nicht richtig hierher, oder? Ach, warum fühle ich mich heute so minderwertig? Hm? So, dann... Übrigens sehe ich gerade was. Auf der rechten Seite des Bildschirms sehe ich gerade etwas, was seltsam ist. Aber erstmal das Motorrad. Ein riesiges Fahrrad fliegt durch die Luft. Ja, fast. Das ist ein Motorrad, Pearls. Es hat keine Pedale und bewegt sich aus eigener Kraft. Echt? Wow! Leider muss ich dich aber enttäuschen, denn es kann nicht fliegen. Oh, das ist aber schade. Okay. Das wäre das Auffällige, werde ich mir dann gleich ansehen. Also das, wie ich finde, Auffällige auf der rechten Seite halt. Hier noch? Oh, eine riesige... Okay, ist dasselbe. Ich dachte, das Bild wäre extra oder sowas. Aber anscheinend nicht. Der Boden auch nicht. Das da hinten... Das hier? Oder ist das irgendwas anderes? Ne, ist auch das Sofa. Okay. Ja gut, da war das Auffällige. Und zwar die Tür. Wegen dem Loch. In die große Tür ist eine kleine Tür eingebaut, Herr Nick. Ich wette, die ist für Herrn en Gardes Kater. Oh, Sie meinen Schuh. Die Tür. Sie ist fest verschlossen. Ist... Okay, das ist sehr, sehr interessant. Ist es tatsächlich so, dass er auf der anderen Seite jetzt Maya ist? Einfach so, oder wie? Nun, ich wette, dadurch sollen Schnüffler wie ich aufgehalten werden. Das ist super interessant, dass es tatsächlich so sein könnte, dass da jetzt einfach direkt Maya vielleicht ist. Ist hier oben noch irgendwas Besonderes? Ja? Ah, dort hängen Masken! Ja, die in der Mitte ist der Steel-Samurai. Okay, kann ich nur schwierig erkennen, aber könnte sein, ja. Daneben hängen die rosa Prinzessin und der böse Richter, cool. Sie kämpfen oftmals vor dem Hintergrund von Neo Old Tokyo. Wow, Sie wissen echt eine Menge über den Steel-Samurai, Herr Nick. Soll ich jetzt lachen oder weinen, dass ich mehr darüber weiß als ein Kind? Okay. Aber dann gehen wir mal wieder. Aber es wird immer interessanter und obwohl ich ja mal so zwischendurch im Part gesagt habe, dass wir jetzt dann doch schon zu den Hintergründen mit En Garde und The Killer einiges verstanden haben, gibt es dann jetzt doch wieder natürlich einige weitere Fragen, wo ich jetzt noch nicht so ganz genau weiß, was da los ist, aber mal gucken. So. Aber ja, ich würde dann erstmal sagen, Leute, das war's dann hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All. Beim nächsten Mal geht's dann hier beim Untersuchen noch weiter. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich dann jetzt schon hier bei Oldberg irgendwie an dir vorbeikommen kann.
Ich meine, ich habe das auch noch nicht besprochen, ja. Aber ich denke mal, das wird derselbe Text sein. Und ich muss eben, würde ich mal jetzt vermuten, ihr erst irgendwas präsentieren, halt auch wieder so autogrammmäßig wie beim letzten Mal, um halt dann, oder halt auf jeden Fall, dass mich dann irgendwie durchlassen würde oder sowas. Weil aktuell kann ich ja nicht weiter im Hotel voranschreiten. Ich kann nur zurückgehen wieder. Aber was ich hier präsentieren muss, weiß ich noch nicht. Ob ich das schon habe oder ob ich das dann noch erst irgendwo anders bekommen werde, ich habe keine Ahnung. Aber im nächsten Part wird es dann schon hoffentlich weitergehen. Irgendwie, irgendwo. Mal schauen. Auf jeden Fall würde ich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.